Gezeiten. Banken gehen pleite, der Staat ist plötzlich Retter und die FDP liegt bei 17%. Wie bitte? Ja, Sie haben richtig gehört. Die Liberalen erreichen im neuesten ARD-Deutschland-Trend, den Sie heute bei den Tagesthemen sehen, ihren Rekordwert. Wer hätte das gedacht? Erstaunlich daran ist, dass Westerwelles FDP zwar jetzt in der Krise am besten dasteht, aber am wenigsten Vorschläge bringt, wie man denn aus dieser Krise wieder rauskommt. Ben Bolz und Robert Bong über den überraschenden Höhenflug der Liberalen. Eine Partei berauscht sich an ihren einfachen Rezepten. Politischer Aschermittwoch der FDP in Bayern. Auf geht's. Während der Staat verzweifelt versucht, die Krise zu meistern und jeden Arbeitsplatz zu retten, tragen die Freien Demokraten die immer gleiche frohe Botschaft in das Land. Also nicht auf Staat verlassen, sondern dass wir selbst wieder unser Schicksal in Hand nehmen müssen. Ich bin der festen Überzeugung, dass auch der Markt das wieder richten wird. Wenn jetzt alle nach Verstaatlichung und nach Staat rufen, Enteignung, dann braucht es eine Partei wie die FDP, die sagt, Freunde, nö. Da können andere noch so intensiv an Rettungsmaßnahmen arbeiten, bereit sein zu großen Belastungen. Die Partei der Besserverdienenden sagt einfach nö. Wir haben nicht vor 20 Jahren für die deutsche Einheit gekämpft, um jetzt zuzusehen, dass Kommunismus und Sozialismus durch die Hintertür in Deutschland wieder was zu sagen kriegt. Die FDP war immer die Partei des Marktes, der Marktwirtschaft, des Wettbewerbs. Und man kann schon den Eindruck bekommen, sie ist überhaupt nicht in der jetzigen Krise angekommen. Das FDP-Rezept in der Finanzkrise, wenig Solidarität mit den Betroffenen und ein konsequentes Kleinreden des Marktversagens. Wenn Sie sich anschauen, was die Ursache dieser Krise war in den Vereinigten Staaten, da liegt die Ursache, so war das eindeutig Staatsversagen. Der Staat habe die Rahmenbedingungen falsch gesetzt, findet man auch hier in Hessen. Doch dabei vergisst die FDP gerne, dass vor allem ein uferloser Markt die Krise ausgelöst hat. Die FDP bleibt dabei, Schuld hat Vater Staat. Er ist kein Feuerwehrmann, er war teilweise der Brandstifter gewesen. Und das müssen wir den Menschen immer wieder sagen, dass das unsere Überzeugung ist. Man muss schon den Eindruck bekommen, dass die FDP die Täter, in diesem Falle also die Banker, die Finanzmarktindustrie, nun zu Opfern einer Entwicklung umdeklarieren will. Und das entspricht natürlich überhaupt nicht den Tatsachen. Ich denke, es ist wichtig, sich vor Augen zu führen, Auslöser war natürlich die Gier und das Verhalten der Verantwortlichen in den Banken. Doch darüber redet die Partei der Besserverdienenden nicht so gerne. Der Glaube an den Markt verbietet es. Und folgt man der Logik der Liberalen, gibt es nur ein Allheilmittel gegen die Krise. Steuern runter, mehr Netto für alle. Die Steuerentlastung der Bürgerinnen und Bürger, das ist die Mutter aller Reformen. Die Bürger müssen entlastet werden. Mehr Mut bei den Steuersenkungen. Und das ist die heilige Steuerschrift, das Netto-Konzept der FDP, vom Parteitag beschlossen. Es ist ganz einfach, 3 Steuersätze, 10, 25 und 35%, sowie ein paar weitere Entlastungen. Selbst mitten in der schlimmsten Krise ist die Erlösung möglich. Wir beobachten natürlich die Lage und rechnen auch unsere Programmatiken immer wieder durch. Wir sind der festen Überzeugung, dass es finanzierbar ist. Wir haben das durchgerechnet und das kostet insgesamt etwa 30 Milliarden. Panorama hat auch gerechnet, zusammen mit dem Wirtschaftsweisen Wolfgang Wiegert. Glauben allein hilft nicht, meint er. Ein Beispiel. Zukünftige Steuermehreinnahmen des Staates sollen schon mal 4,5 Milliarden Euro der Steuersenkung ausgleichen. Ein Punkt, der mittlerweile sich völlig überholt hat, ist natürlich, dass Steuermehreinnahmen in den Jahren 2010 bis 2012 zu erwarten sind, mit denen dann diese Steuerreform finanziert werden kann. Diese Steuermehreinnahmen haben sich in Luft aufgelöst. Im Gegenteil, es werden eher Steuermindereinnahmen werden. Massive Zweifel also an der FDP-Finanzierung. Wir wollen es genau wissen und fragen nach. Sind die 4,5 Milliarden etwa eine Luftbuchung? Sie können die 4,5 Milliarden, die sich durch die Revision der mittelfristigen Finanzplanung hier in unserem Finanzierungskonzept ergeben, die können Sie auch ersetzen. Es ist natürlich auch die Möglichkeit. Aber die stehen ja erstmal da drin. Die stehen erstmal da drin. Und das Finanzierungskonzept basiert ja auch, ist ja für den Parteitag gemacht worden und basiert ja auf den Zahlen. Aber dann hätte man es ja bis heute aktualisieren können. Man hätte, also es macht keinen Sinn, sowas täglich zu aktualisieren. Aber wir werden ja in den nächsten Jahren keine Steuer mehr Einnahmen haben. Die Steuereinnahmen
werden aufgrund der Rezession einbrechen. Die Steuereinnahmen werden aufgrund der Rezession einbrechen. Also doch. Geht es letztendlich weniger um Zahlen als um die reine Lehre? Schauen Sie, die Frage ist doch einfach in der Politik die: Hat man eine Priorität für eine Steuerreform und eine Entlastung der Bürgerinnen und Bürger oder hat man sie nicht? Und diese Finanzierungsdiskussionen sind insofern absurd, als die Zahlen, und keiner kann andere Zahlen zugrunde legen, immer prognostische Berechnungen sind. Im Klartext, der Wille zählt, die Finanzierung ist zweitrangig. So ist das Urteil des Wirtschaftsweisen Wiegard vernichtend. Die Finanzierungsvorschläge für die FDP-Steuerreform sind schlichtweg unseriös. Also ich wette mit Ihnen, dass dieses Konzept, so wie es jetzt aufgeschrieben ist, insgesamt in der nächsten Legislaturperiode nicht kommen wird. Sie können den Einsatz bestimmen. Ich akzeptiere jeden Einsatz, den Sie persönlich anbieten.